Mein Name ist Roland Schützbach, ich bin LKW-Verkäufer von Mercedes-Benz in Ravensburg vom Otto Ries. Ich freue mich heute, euch die 7 innovativen Punkte vom Actros 5 zu erklären. Davon gehen wir live auf 3 Punkte ein. Beginnen mit den Mirrorcams erkläre ich euch heute die Displays hier in den A-Säulen versehen. Hier die blinkend blaue Linie, die gibt euch wieder, wie lang euer Auflieger ist. Und wir haben die optimale Sicht für die Mirrorcams bei der Aufliegerverfolgung im Kreisverkehr. Dazu möchte ich euch ein paar Punkte noch erklären. Wir haben in den Mirrorcams zusätzliche Heizung verbaut, wie an bewährten Außenspiegeln. Das erleichtert euch das Beschlagen von den Mirrorcams, wie auch die Sicht natürlich. Nun zur Gesamtzuglängeermittlung von den Mirrorcams braucht man einen gelben Gegenstand wie den Keil hier. Den legen wir an den letzten Punkt vom Auflieger hin, gerade hier. Und somit können wir die Gesamtzuglänge ermitteln und das machen wir jetzt. Über die Hilfslinie fahren wir hier mit der Pfeiltaste an den gelben Keil. Das ist ja unser letzter Punkt ist vom Gesamtzug und das ist jetzt hier die blaue Linie, unsere Gesamtzuglänge. Somit können wir rückwärts andocken. Vom Abbiegeassistent haben wir vorher im Monitor gesehen, wie er reagiert. Über ein Warndreieck in den Mirrorcams, über akustisches Signal. Über die gesamte Fahrzuglänge vom LKW wird der Radfahrer geschützt. Das wird hier durch die Sensorik auf der rechten Seite ermöglicht. Und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal zum Mitbewerber. Wir arbeiten nicht mit einem zusätzlichen Monitor. Wir arbeiten allein über Warndreieck und akustischem Signal. Steffen, mich würde jetzt einfach nur interessieren, was gefällt dir am Actros 5 sehr gut? Am Actros 5 gefällt mir gut sämtlich verbauten Assistenten. Wie Abbiegeassistent, teilautonomes Fahren und sehr übersichtlich. Möchtest du deinen Fuhrpark nun erweitern? Wir beraten dich bei einem exklusiven Termin. Wir freuen uns auf dich. Dein Otto Ries.